Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Enshrouded. Wir sind immer noch in dieser großen Wüstenstadt und haben ein sehr volles Inventar. Und ich würde sagen, den benutzen wir mal ganz kurz. Und ich glaube, es wird langsam nachts, langsam aber sicher. Wir schauen uns nochmal ganz kurz um. Enten sollten ja irgendwo drin sein. Wir werden schon irgendeins finden. Ich würde jetzt ungern nochmal zurück, um Sachen abzulegen. Wir gucken, dass wir nur das Wichtigste mitnehmen. Wir haben auch wieder sehr viel Metallschrott halt, ne? Und ja, diese Bomben, die können wir auch vielleicht erstmal aufbrauchen. So. Ich habe sehr viel Metallschrott. Warte mal, sollen wir vielleicht ein paar Dietriche machen? Wie viel können die überhaupt stacken? 50? Wir versuchen es mal. Oder gehen die noch mehr? Alles klar, wir direkt mal einen Platz. So kann man es machen. Kann man nicht. Muss man auch nicht. Aber kann man. So. Ja, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug gesammelt. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich bin ja so oder so voll. So geiler Kram ist hier nicht. Und was ist das? Ist das Eisen? Einen Augenblick mal. Da muss ich aber einmal zu lang, Leute. Oh, geil. Lapis. Ja, da muss ich auf jeden Fall einmal richtig zuhauen. Und warte mal, wir müssen auf jeden Fall kurz was mampfen. Eier hauen wir uns auch nochmal rein. Dann hauen wir uns den nochmal rein. Oder war der aktiv? Ach, keine Ahnung. Runtergeschluckt ist runtergeschluckt. Können wir nicht mehr rausholen. Es sei denn, er will noch seinen eigenen Urin kosten. Vielleicht funktioniert es ja. Aber alles klar. Die müssen wir auf jeden Fall ein bisschen zulangen. Ich weiß gar nicht, wie viel die stacken. Aber was wir haben, das haben wir. Ich dachte erst, das ist vielleicht Eisen oder so. Aber sieht doch ein bisschen anders aus. Also hätte mich das gewundert, wenn es Eisen wäre. Aber ich dachte ja gut. Vielleicht sieht es ja hier so aus. Ein bisschen müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Oh, wie tief geht denn diese Ader hier? Hopp. Ja, komm. Ich mach noch einmal die Ausdauer leer und dann würde ich sagen, reicht es auch erstmal. Ich kann mir die Stelle ja merken. Ja, jetzt komme ich hier schlecht raus. Und es wird dunkel. So, da hinten ist eine Leiche und da ist... Na super. Wieder so ein toller Kollege. Und auf einmal ruckelt... Oh, warum ruckelt es beim Nachtübergang? Wir brauchen ein Bett. Ging es hier nicht hoch und dann war da ein Bett? Bin ich blöd. Irgendwo... Kommen wir direkt hier so hoch. Irgendwo hier oben war doch ein Bett, meine ich. Nein, nicht. Ich wollte eigentlich das Metall sammeln. Das super kaputte Betten. Komm schon. Na super. Brauche nur ein Bett zum Übernachten. Ah, genau, jetzt sind keine mehr da, ne? Das ist so typisch. Genau, jetzt finde ich kein einziges Bett. Ach man, alle kaputt. Na gut. Ich habe jetzt leider auch kein Irrlicht. Warte mal, wenn ich wieder hier hinreisen würde. Wir müssen halt viel laufen dann, ne? Ich würde schon ganz gerne hier zu Ende erkunden. Oh, was ist das hier? Ah, stopp. Na gut, du sollst mal lieber abdüsen. Geh mal hier runter. Achso, hier war ich gerade, oder? Da hinten. Hier haben wir Gegner oder ist hier alles. Oh. Hier ist gar nichts in Ordnung. Na super.
Komm, wir brauchen die jetzt auch. Weil die sind ein bisschen gefährlich. Und wir haben Level Up. Von 22 mittlerweile, ne? Gar nicht mal schlecht. Ist doch gar nicht mal schlecht, Leute. Aber ein Bett. Ich würde gerade alles für ein Bett geben. Mixer. Hast du gedacht, Bro, ne? Okay. Sind hier wieder Skelette? Hallo? So. Ich wollte mir die einmal reinkommen. Weg damit. Warum war es auf einmal gerade so hell? So, und schlürfen. Aha. Und ihr habt eine nette Truhe hier. Und die leuchten aber so schön. Es verschwindet gleich leider das Licht, aber gut. Das ist jetzt auch nicht gerade gut. Zerlegen. So. Den behalten wir auch. Das kann man weg. Das kann weg. Komm, Garn haben wir auch mehr als genug. Leinen behalte ich. Ja, ansonsten passt ihr erstmal. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt wieder keine Knochen einsammle. Na komm, nehmen wir mit. Das war's dann hier auch. Alles klar. Kein Bett hier in der Nähe irgendwie. Warte mal. Hier ist irgendwie nur Müll. Ist das da oben? Warte mal. Achso, ich dachte erst, wir kriegen hier einen Funken. Da habe ich mich wohl geirrt. Hallo? Ist hier ein Bett? Kann ich hier eine Runde übernachten? Sind wir wieder im Keller? Keine Matratze. Schade. Oh ja. Warte mal. Weg mit dir. Oh, wunderbar. Endlich. So lange nach dem Bett gesucht. Bücher. Ja, komm, die können wir erstmal raushauen. Ach, ich habe so wenig Platz. Ich habe so wenig Platz. So, dann gehen wir nochmal kurz in den Keller rein. Ob da eventuell noch irgendwie was irgendwo... Nein. Nee, nee, nee. Okay, dann haben wir hier alles gesammelt. Da hinten war ich da hinten auch, ja. Das heißt, jetzt müssen wir hier rüber. Na dann. Let's go, würde ich sagen. Mir fehlt aber noch... Der Kram hier. So. Oh, warte mal. Das war wieder eine Meisterleistung. Und er springt. Ja. Oh nein. Super. Nein. Boah. Auch noch tödliches. Gibt's noch nicht. Oh, ich komme wieder rein. Was ist das hier? Ist hier vielleicht was Geheimes? Nö. Ja, das wäre fast in die Hose gegangen, ne? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen gerade. So. Okay. Na dann. Warte mal, da hinten waren wir auch nicht, ne? Oh, wie haben wir... Ach doch. Haben wir Lapis gesammelt, klar. Aber ich bin hier... Doch, ich bin hier gewesen. Da wäre sogar noch mehr. Ist dahinter was? Die Wand sieht irgendwie so auffällig aus.
Aha. Ach so, nee. Hier war ich ja drin. Oi, oi, oi. So, dann geht's weiter. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Sonst haben wir dieses Gebiet dann fertig. Und hier sieht es sehr ruhig aus. Ein bisschen zu ruhig nach meinem Geschmack. Aha, da hinten ist ja jemand. Aber wir gehen erstmal wieder in die kleinen Gebäude rein. Man weiß ja nie. Ich hoffe, wir finden nochmal so einen Amboss zum Reparieren. Die Waffen sehen nicht mehr so gut aus. Oben, ich weiß, den habe ich gerade gesehen. Aha. Na, immer her damit. Ein Ring, 5 Ausdauer und 5 Ausdauer Regeneration. Aber ich würde sagen, ich behalte meine, weil ich habe zweimal denselben bekommen gehabt. Und zwar zweimal Lebensraubchance. Das ist genau mein Ding. Leben rauben ist immer gut. Aha. Grüner Stoff. Dann haben wir gelben Stoff, grünen Stoff und wir spielen ein bisschen Fangen. Kann auch nie schaden. Okay, oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir beruhigen uns einmal. Und dann sind wir wieder Freunde. Okay, da hinten, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, worum es hier geht. Ups. Na komm, wir halten einfach drauf. Passt schon. Ist ja noch so einer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Zitter nicht so. Oh, ganz ruhig, großer. Und wir hauen uns nochmal so ein Verband rein. Sicher, sicher. Da geiern wir jetzt nicht rum. Hier ist nichts Interessantes. Hier im Zelt. Mal, was ist das? Ist irgendwas drunter? Aha, okay. Ja, hat sich ja wieder gelohnt. Warte mal, da leuchtet was. Eine Notiz. Ausmachen, durchlesen. Zwei Markierungen, sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Die Gebäude. Oh ja. Interessant. Ausmachen und lesen, Leute. Alles klar. Oh, warte mal, hä? Glasscherben sind das, glaube ich, ne? Warte mal. Eigentlich Stock haben wir ohne Ende in der Base. Dann nehme ich lieber Glassplitter mit. Emily Frey. Ich dachte Emily Ray. Ich dachte fast, das ist meine Schwester. Warte mal, was ist denn das? Warum kann ich das nicht sammeln? Was ist das? Um was handelt es sich dort? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es sich am Ende lohnt oder nicht. So langsam muss ich halt gucken, was ich jetzt wegwerfe und was ich behalte, ne? Langsam wird es kritisch und ich sollte wahrscheinlich die Axt lieber benutzen. Um hier alles kaputt zu machen. Weil wenn ich jetzt gleich keinen Amboss habe, dann habe ich ein Riesenproblem. So. Oh. Das hätte ins Auge gehen können. Okay, hier oben scheint nichts zu sein. Oh, hier ist aber trotzdem noch ganz schön viel. War ich da drin? Nee. Ich dachte, da hat was geleuchtet.
nee. Okay. Na super. Hier was? Autsch, autsch, autsch. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden. Keine Spielereien, ich hab's verstanden. Auch Ausdauer. Auch unbedingt Ausdauer. Alles klar, dann kamen direkt wieder so zwei Psychos um die Ecke. Wo sind die anderen Bomben? So. Ich dachte, das zieht ein bisschen mehr ab, die große, aber nö. Ist auch eher Müll. Müll. Haben wir hier drin? Sieht alles so ähnlich aus. Ah, super. Ist man sich manchmal so ein bisschen unsicher. Hier kann man hochklettern. Ist hier was? Ah, oh. Ah. Oh, wow. Wow. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Teil? 104 Rüstungen. 240 Lebenspunkte. Wow. Passt zwar gar nicht zusammen, aber warte mal. 82, 41 ist schon mal besser. So viele Mana-Punkte. Wir gehen dann halt Ausdauerpunkte verloren, aber wir haben deutlich mehr Leben. Krass. Krasses Teil auf jeden Fall. Da bin ich froh, dass ich das Teil gefunden habe. Gut, dass wir hier mal so ein bisschen hin und her jumpen. Jetzt ist die Frage, wo sind die anderen Teile davon? Auch hier in der Stadt? Ich denke nicht, weil sonst hätte ich bestimmt schon das ein oder andere gefunden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch mehr sind. Wahrscheinlich in diesem Gebiet hier irgendwo ja. Ach, ich will schon das ganze Set haben, ne? Weil... Das ganze Set wäre schon schick. Oh, und ich benutze mein Schwert. Ich bin so... Was soll ich sagen? Was soll ich euch nur sagen? Wir haben keinen Amboss. Irgendwo hier war bestimmt noch ein Amboss, aber ich habe es vergessen. Ob das reicht, so viel Leben mit dem Schwert? Ich weiß nicht. Ich denke, es könnte ziemlich knapp werden. Haben wir hier alles fertig? Hier waren wir noch nicht drin. Hier ist nochmal ein Keller. Und hier geht es noch tiefer. Also jetzt habe ich nicht mal Licht. Ja, war ich hier schon? Ah, oh, warte mal. Sag bitte, das ist noch so ein Rüstungsteil. Ich nehme mal die Fackel raus. Das wäre richtig geil. Komm, der Kopf. Komm. Nö. Und ich bin voll. Das Problem der Fülle. Könnten wir... Nee. 50er Stack habe ich mir schon fast gedacht. Splitter, was soll ich weg? Metall oder Splitter? Komm. Nee. So. Alright. Schade, dass nicht hier der Helm dafür für die passende Rüstung jetzt dabei war. Das wäre richtig geil. Das bleibt aber nur ein Traum. Okay. Sind wir hier soweit fertig? Noch nicht ganz. Ein Speicherpunkt, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das heißt, wir kämpfen wahrscheinlich gleich gegen einen
Boss, oder? Wieder eine Geifermutter? Könnte sein. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hier ist nix. Und hier hinter? Betten. Hier geht's auch nochmal runter und... Ja. Und hier ist gar nichts. Ja, super. Oh, mein armes Schwert. Mein armes, armes Schwert. Ich muss gleich kurz mal nach dem Amboss schauen irgendwie. Und hier hinten geht es einfach nur runter, wieder ein Gebiet, wo tödliches Miasma ist, alles klar. Gut, dann müssen wir da hinten rein. Und wir sollten kurz was essen. Zack. Einmal nachfüllen. Okay. Jetzt die Frage. Werden wir da hinten gleich einen Amboss haben? Oh, ich glaube, das ist echt einer. Und es wird gegönnt. Das wäre echt gut. Weil die Waffe macht nicht mehr lang. Na? Nee, war ich blind gerade? Oder war hinten auf der Brücke ein Amboss? Ups. Oder brauchen wir überhaupt einen? Oder sind wir hier fertig? Ich glaube nicht, dass wir fertig sind. Sieht mir nicht danach aus. Oh, eine die habe ich gar nicht gesehen. So, einmal Pause machen und lesen und ein Gegner kommt. Wirf, Kollege. Was für ein Schild. Ja, eigentlich zum kaputt machen wir ganz gut, ne, für ein paar Runen, aber wir sind echt komplett voll. Das ist das Problem. Jetzt die Frage, nach einem Amboss schauen oder einfach mein Glück versuchen? Können wir nicht runter? Miasma, tödliches? Das wäre gar nicht gut. Gibt's auch nicht. Ey, bleib mal stehen. Sind die auch... Ist er neu? Der war irgendwie ein bisschen zäh. Komm, Nägel weg, was soll's. Ich muss hier einmal die Funken einsammeln. So, Amboss ist keiner hier und hier unten. Ja. Kann ich mir abschminken. Alles klar, schade. Das heißt, für mich geht es hier leider nicht weiter. Dann haben wir auf jeden Fall ordentlich gesammelt. Dann war der Ort noch, ja. Egal, ein Rüstungsteil. Das ist ja schon mal was. So, erstmal zurück. Und dann muss man gleich ganz kurz gucken, was wir brauchen, um unsere Flamme nochmal abzugraden. Was mir genau fehlt. Ich habe ja diesen einen komischen Schädel gehabt. Brauchten wir den?
Aha, ich brauche Zinnerz, dann diese Drüsen, Funken, haben wir eigentlich genug da? Müsste genug da sein. Fossile Knochen können wir auch easy sammeln. Ja, das ist gut, das ist gut. Sehr gut. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. So, also. Wo ist der Kopf? Hier, die Runen rein. Dann reparieren wir erstmal ganz kurz. Legen oben mal Rüstung ab. Ich weiß gar nicht, zu welcher Rüstung dieser Kopf passt. Zu der hier? Mystiker? Nee, Zaubermeister ist was anderes, aber packen wir trotzdem erstmal dahin. Ja, die Brust passt zwar irgendwie nicht, aber sieht sehr geil aus und ist besser. Und hier können wir so Krimskrams reinpacken, so wie Schild, zack. Zauberstab packen wir erstmal da rein. Die Pfeile nehmen wir mit. Der Hammer kommt hier rein und der Stab. Oh, der Stab. Warte mal. Ist der für die Zauber? Ich glaube, wir nehmen den mit. Ja, wir nehmen den mit. Dann nehme ich vielleicht mal Zauber mit, weil wir haben echt sehr viele unten. Nur mein Mana wird wahrscheinlich ein bisschen so ein Problem sein, aber vielleicht wäre das ja gar nicht mal so schlecht. So, jetzt erstmal die Tränke rein. Ups. Können die mal tauschen. Nehmen wir mal ein paar gute mit. Die behalten. Die mitnehmen. Irrlichttränke habe ich gar nicht mehr. Vielleicht soll ich mal ein paar machen. So, erstmal sortieren. Ich würde sagen, ich sortiere in Ruhe ein. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.